Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Killzone Shadow Falls mit mir, dem Sascha. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir müssen in der Folge diese Reaktorenteile. Ganz ehrlich. Geht. Achso. Wir müssen diese Reaktorenteile. Kondensatoren offline. Sofortige Ja. Wartung erforderlich. Okay, wo muss ich denn da hin? Oh, das war knapp. Ja, wir müssen diese Reaktoren-Dinger. Ach, da müssen wir rein. Entschuldigung. Ja, Kondensatoren Nummer werden 2. geladen. Zieldrehzahl zu 50% erreicht. Die trennen sich jetzt beide. Na, supi. Ja, wie gesagt, ich hatte im letzten Folge ja schon gesagt, dass so Killzone und Infamous jetzt nicht so meine Top-Titel sind. Also. Okay, da kommt nichts. Ich freue mich wirklich, wenn ich Last of Us und. Triebgesteuerter Reaktorausfall. Deaktivierung eingeleitet. Stufe 4 Fehlerdiagnose empfohlen. Ja, ich hätte die gar nicht sammeln müssen. Die liegen ja genug rum. Nee. Lass ich mal da drin, weil ich brauche diese Brücke. Gut, dann holen wir mal wieder die anderen. Das ist ja. So, wo müssen wir jetzt hin? Und hopp. Kondensatoren offline. Sofortige Wartung erforderlich. Ja, ich komme ja schon. Mach doch mal keinen Stress. So, wo muss man hin? Ich glaube, da müssen wir hin. Dumm, 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 dumm. So. Zieldrehzahl zu 75% erreicht. Wo ist der Achtung, letzte? Kondensatoren laufen Na an. super. Ja, wisst ihr was? Dann nehmen wir jetzt einfach den hier raus. Schaltet sich ja hier das, die Brücke aus. Kritischer Reaktorausfall. Deaktivierung eingeleitet. Ja? Hier Fehlerdiagnose empfohlen. Reaktor online. Bedienfeld ist aktiv. Bereit für volle Leistungskraft. So, wo ist das Bedienfeld? Da oben. Okay, dann wieder zurück. Nee, da müssen wir nicht lang. Wo war der Ausgang? Hallo? Ich glaube, genau auf der anderen Seite. Super. Hui. Ach, Menno. Ich will mich doch hier alle verarschen. Aua. Nein. Okay, aber ich muss wieder darüber. Der Eingang war, ich glaube, da drüben. Okay, also wenn ich meine Dinger getroffen hätte, bin ich tot. Schön schnell. Uiuiui. Ist der Penis wirklich so weit? Da muss ich hin. Also muss ich jetzt hier nur wieder zurück. Zwei. Drei. Okay. Der ist relativ langsam. Alle Crewmitglieder zurück auf Position. Brandschutzübung erfolgreich. Jawohl. Und dann noch einmal rüber und dann sind wir raus. Eins. Zwei. Jawohl, raus sind wir. Da sind wir auch jetzt eigentlich einen richtigen Weg. Jawohl.
Oh! Ist eigentlich da unten noch gewesen. Die Kantine ist geschlossen. Erfrischungen erhalten Sie an der mobilen Sicherheitstechniker für die niederen Arbeiten. Die Hellgast, die sich um die täglichen Abläufe kümmern, sind fort. Wir wissen nicht warum, aber sie kommen wohl nicht zurück. Man kann über die Hicks sagen, was man will, aber sie arbeiten hart und halten sich an Absprachen. Ich gebe es nicht gern zu, aber ich zähle jeden Tag mehr auf sie. Unsere Leute könnten in puncto Arbeitsethik eine Menge von ihnen lernen. Los, Blake, deine Schicht hat vor 10 Minuten angefangen. Hey, Mann, kommst du in die Kantine? Ja, einen Moment, ich schreibe gerade nach Hause. Jammerst du wieder rum? Die werden deine Briefe bald satt haben. Hier geht alles den Bach runter. Wenn ich mit niemandem darüber rede, drehe ich noch durch. Die Hicks schotten sich ab. Angeblich planen sie etwas. Tote Hicks sollen sich in der Leichenhalle stapeln. Allen hier schwant etwas. Ich habe Angst um das Schiff. Ich habe nur Angst, das Essen zu verpassen. Heute Abend gibt's Steak, Mann. Beweg deinen Arsch. Ja, Entschuldigung, wer das ja gerade gehört hat, das kam gerade aus dem Controller raus. Ich musste den Controller jetzt mal ans Mikrofon halten. Ich weiß nicht, ob man es verstanden hat. Ich habe nur gesehen bei Autocity, dass es aufgenommen hat. Ich denke mal, man hat gehört, um was es ging. Das war irgendeine Autodatei von jemandem, der vermutet, dass die Helgas, die Hicks, das wird der Spitzname für die Helga sein, irgendwas machen wollen. Und ja, anscheinend haben sie das auch. Defekt. Außenhülle beschädigt. Reaktor online. Pulsar 1-8. Reaktor ist online. Setze das Ziel fort. Verstanden, 1-8. Neuen Kurs auf der Brücke setzen. Das Schiff muss weg. Ja, Sir. Na, komm her. Das ist verständlich, ich seh dich. Das UVL, das räumt schon richtig gut drauf. Das ist richtig geil. Luftschleuse defekt. Außenhülle beschädigt. Sehen Sie was? Nicht. Ja, das Ding räumt richtig gut auf. Ich mag das. Wo sind die alle? Ich höre sie nur. Hallo? Sehen Sie irgendwas? Alle Crewmitglieder zurück. Immer schön scannen. Brandschutzübung erfolgreich. Ah, okay, da sind sie. Kontakt, Ihre Fliegen, die Feuer in den Tiefenfeuer halt. Hehehe. Der steht nochmal auf. Liegt der da oben oder was? Was ist das für ein fauler Sack? Komm her! Luftschleuse defekt. Außenhülle beschädigt. Kontakt! Angriffszone! Ich krieg dich! Luftschleuse defekt. Außenhülle beschädigt. Ah, ich mag die Shotgun. Die ist zwar... Ne? Okay, wo müssen wir hin? Und da müssen wir hin. War die Kantine ist geschlossen. Erfrischungen erhalten Sie an der mobilen Ausgabe. Ja, da keine Munition, das war's. Dum dum. So, muss mal hin. Ja.
Luftschleuse versiegelt. Druckübertragung eingeleitet. Ausgleich abgeschlossen. So. Okay, weiter geht's. Ah, jetzt muss man nach oben. Unten haben wir... Und... Whee! Das macht Spaß. So, da rein? Nee. Whee! Na. Jo, stopp. Na komm. Na. Da müssen wir rein. So, dann müsst ihr irgendwo wieder so ein Helga-Ding. Luftschleuse versiegelt. Druckübertragung eingeleitet. Ausgleich super, abgeschlossen. Danke. Okay. Gott, was ist denn hier passiert? Ah, das sind feindliche OBLs. Kontaminierung entdeckt. Abriegelung eingeleitet. Ich hab gedacht, hey, was ist das denn eben? Das sind feindliche Drohnen gewesen. Da müsste ich eigentlich hin. Also da aber. Oh Gott, die liegen über Leichen. Luftschleuse. Mann. Außenhülle beschädigt. Gehen wir es mal hier lang. Okay, das waren wahrscheinlich Schlafquartiere. Ich jetzt. Wer sich ohne Einsatzbefehl in den Laboren aufhält, wird bestraft. Entschuldigung. Ist hier irgendwas geöffnet? Nee. Da hinten ist wieder eine Flugdrohne. Die ist da unten. Die interessiert mich im Moment nur zweitrangig. Okay, Achtung, da ist wieder so ein Generator. Kontaminierung entdeckt. Abriegelung eingeleitet. Das könnte ich sein. Das könnte ich sein mit Kontaminierung. Okay. Wir brauchen hier oben noch, aber hier war kein Scan. Da müssen wir hin, ich denke. Wer sich ohne Einsatzbefehl in den Laboren aufhält, wird bestraft. Da finden ja noch irgendwo eins gesehen. Da drin. Wie kommen wir da rein? Ich hätte den Verdacht, dass ich das Ding hier nehmen muss. Wenn ich das rausnehme, geht die Tür wieder zu. Klar, war okay. Alle Crewmitglieder zurück auf Position. Brandschutzübung erfolgreich. Okay. Das nehmen. Gott. Muss da auch mal jemand. Das Putzrad war wahrscheinlich erst gekündigt. Also sehr tolle Schlafräume. Muss ich mal sagen. Sehr schön eingerichtet. So, dann das da rein. Wer sich ohne Einsatzbefehl in den Laboren aufhält, wird bestraft. So, dann nehme ich das mit. Ist da hinten irgendwo noch? Nee. Und nehme das mit nach oben, um da die Tür aufzumachen, würde ich mal sagen. Das hätte man auch alles ein bisschen einfacher machen können. Aber nein. Okay, da ging sie auf.
Wer sich ohne Einsatzbefehl in den Laboren aufhält, wird bestraft. Was haben wir hier? Oh, die Toiletten. Auf dem Klo gestorben. Auch nicht so schön. Okay, was kann ich damit machen? Achso, ich dachte, Scheiße. Kontaminierung entdeckt. Abriegelung eingeleitet. Okay, ich glaube, das war alles ein bisschen umsonst, oder? Oh ne, hier geht's noch rein. Ich glaube doch, das war alles ein bisschen umsonst. Alle Crewmitglieder zurück auf Position. Brandschutzübung erfolgreich. Ach ja, halt die Klappe, ey. Okay. So, Raumschiff sind nicht so mein Teil. Mein Ding. Okay, ich geh mal zurück. Also die eine Tür unten konnte ich ja nicht durch, weil die ja so verstellt war. Da hätte ich aber durchgemusst, um an mein Ziel zu kommen. Ist hier irgendwo hin? Nein. So. Da müsste ich eigentlich durch. Da ist mein Ziel auch da hinten. Irgend so ein Depp hat die ganzen Möbel hier abgestellt. Erfrischungen erhalten Sie an der mobilen Ausgabe. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, dass wir mal... Von da sind wir gekommen. Ich denke mal, wir gehen einfach mal nach unten. Nein, wir gehen nach unten. Und überall Leichen, supi. Luftschleuse defekt. Außenhülle beschädigt. Jupp, ich weiß, das war ich. Ist dunkel hier. This is all the food left on this floor. Don't steal. Was? Ah. Supi. Okay, hier unten scheint es aber auch nichts zu geben. Luftschleuse defekt. Außenhülle beschädigt. Stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Kann ich die ganze Folge hier nur mit zum Scheiß verbringen? Da komme ich nicht durch, obwohl es noch Vorhänge sind. Supi. Ah, nee, Moment. Hä? Warte mal, was mich interessieren würde. Nö. Hier unten ist auch nix. Okay. Also ich muss ja irgendwie da durch. Okay. Erfrischungen erhalten Sie an der mobilen Ausgabe. Irgendwie muss ich doch da durch. Gut, die Tür ist eh verschlossen. Ist das alles ein bisschen komisch? Alle Crewmitglieder zurück auf Position. Brandschutzübung erfolgreich. Ja, es freut mich für dich. Okay, das sind die Toiletten. Herzlich wenig. Luftschleuse defekt. Außenhülle beschädigt.
Ja, ich verstehe es nicht, ganz ehrlich. Gut, hier sind wieder die Schlafräume. Und schon wieder eine Audiodatei. Die letzten Tests waren ein voller Erfolg. Wäre die VSA mit ihren verstaubten Moralvorstellungen nicht so verdammt vorsichtig, hätte ich nicht unsere Helgas Crew dafür nehmen müssen. Trotzdem sind die Resultate äußerst vielversprechend. Wir müssen die Sache gegenüber den Teams unbedingt unter Verschluss halten. Wenn sie eins und eins zusammenzählen und herausfinden, was sie der Welt bringen, würden diese Trottel meinen Kopf auf dem Tablett fordern. Ich frage mich, ob wir die falsche Rasse ins Visier nehmen. Ah, also die haben... Das war wahrscheinlich die Doktorin. Das kam wieder aus meinem Controller raus. Die haben wohl die Helgas für ihre Tests genommen, was wohl nun gar nicht so schön ist. Aber, ja, ob wir hier rauskommen, erfahren wir mal in der nächsten Folge. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ich würde sagen, wir machen hier eine Pause, 20 Minuten sind um. Und ich freue mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet, wenn euch das gefallen hat. Es ist gar nichts passiert, aber, ja, keine Ahnung. Wenn es euch gefallen hat, schaltet dann morgen wieder ein. Wenn nicht, dann trotzdem. Vielleicht wird es ja besser. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.